Was haben wir als nächstes in petto? Ja, was haben wir heute als nächstes in petto? Wir spielen heute Pampel bei Schlag den Bach. Ja, dieses Spiel, falls du dich noch daran erinnern kannst, das haben wir in der letzten Partie gegeneinander nicht gespielt. Ich finde es nicht gerade schade, weil das wieder so ein Spiel ist, wo man absolut keinen Plan hat, wenn man dann das mal wieder nach langer Zeit spielt und das eh alles völlig daneben geht. Aber Steuerung möchtest du noch haben? Unbedingt. Aber unbedingt. Ja. Ich soll es ja aufrecht halten wie eine Kerze. Erinnert du das an? Ja. So, falls meinen Teamkollegen hier nicht mehr kennt, das ist LP Mario Party. Ja. Ja, ich erinnere mich gerade noch so dran, dass ich das bin. Genau, ich bin mir weiterhin bekannt. Georg und er ist der Stefan. Genau, Georg der Briefmarkensammler und der Stefan muss anfangen. Ja. Schnapp dir einen Pömpel, Stefan. Mal los. Du fängst Pömpel mal eine Runde. Wie war es mit A drücken, ne? Ja. Ja, das hast du aber schön gepömpelt. Ja, voll daneben. Was so, hast du schön gepömpelt? Achso, ich muss jetzt auch noch... Ah, der war schon mal besser. Der war schon mal besser. 9 Punkte. 9 Punkte. Oh, nee. Und der pömpelt auf 10. Aus, was? So. Das ist mal so schön einfach, wäre im wahren Leben das rumgepömpelt. Nein! Er pömpelt nicht! Nein! Gar nicht oh, nee. 6 Punkte. Toll. Ja, man muss auch werfen, ne? Aber lieber 12 Punkte als hier, ne? Weißt du Bescheid? Du hast nur 9. Mach du es erstmal besser, Mio. Der Kerl kann was. Ja, 6 Punkte. Ja, 6 Punkte. Ach, ja, voll auf die 10. Aber voll auf die 10er, Digga. Nein. Damit liegst du in Führung. Also ich könnte eigentlich fast schon das Fluch mit dem Rat überlassen. Nein! Nee, ich weiß. Mein Fluchen ist mein Fluchen. 6 Punkte! Du, wenn du immer 6 Punkte kriegst, gewinnst du auch das Ding. Nein. Nein, du darfst es nicht gewinnen. Wenn man immer 10 Punkte wirft oder was muss... Nein! 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 Ich hab diesen getroffen, verdammte Kacke, ey! Wie kannst du dir eigentlich so sicher sein, dass es daneben geht, wenn du noch nie mal geworfen hast? Ich weiß es! Ich spüre es! Man muss werfen, ne? Man muss immer werfen, ne? Nein! Zu Ellen an erster Stelle. Das muss die Konkurrenz erstmal nachmachen. Mann! Beherzt greift Georg zu den Pömpeln und hat auch bis jetzt jedenfalls die meisten Punkte. Solange du nicht ins Publikum triffst, will ich mal nicht sagen. Ging noch nie, im Endeffekt wäre jetzt... Ach, super. Ja, toll. Hast du toll gemacht. Toll. Ja, man muss halt die Technik haben. Du kannst die ganze Zeit abgucken, das ist voll fies, ja? Ich guck nicht ab! Versuch das selbst zu machen! Scheiße! Stell dir einfach vor, du ziehst auf Eltons Rücken. So, wie viele Punkte brauche ich geplant bei diesem Spiel? 7. Das heißt, du sollst einmal 10 treffen. Vielleicht soll ich sie überhaupt vertreffen. Eventuell, maybe. Nein! Verdammt! Okay, weiter geht's. Wir wollen ja nicht übertreiben. Ach, hier übertreiben? Nein. Oh, voll auf die Zähne. Viel zu stark. Ich bin auch lustig, hier liegt ja ein Pömpel da hell zu werfen. Ja. Ach! Shit! Diese Kinder zu Hause vor dem Bildschirm nicht nachmachen. Ja. Damit hat sich Stefan ein Denkmal gesetzt. Wenn du auf einen Zweifel hast. Ja, du hast Pömpeln gewonnen. Das heutige Spiel.